Dieses Video wird unterstützt durch OneFootball. Bitte, welcome, bitte. Mani, Mani! Kulibali! Sinigal! Illegal! Wuppertal! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem 15 Millionen Coin Squad Builder Battle. Wer die letzten Videos gesehen hat, weiß, mein Herz blutet momentan. Ich habe sehr, sehr viel discarden müssen. Ich glaube, in den letzten Videos alleine über 5 Millionen Münzen. Also Kontostand auf jeden Fall sehr, sehr kritisch. Deswegen habe ich mir heute einen Aufnahmepartner herangeholt, gegen den man eigentlich keine Probleme haben sollte zu gewinnen. Ja, momentan bin ich im Loch. Ich verliere gegen jeden. Er erkennt es schon an, das ist sehr, sehr stark. Ja, Freunde, wir haben beim Wakes natürlich auch ein Video aufgenommen. Das kommt wahrscheinlich erst die Tage am Freitag. Lasst gerne da einfach ein Abo da. Hier könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ich habe als Starspieler Eusebio. Du hast Pelé 95er. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, bei mir RZN. Bei dir linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld und Central Forward. Rechtes Mittelfeld ist bei mir ein rechter Flügel, altbekannt. Kommt aus meinem letzten Pack. Und zwar ist das Martinez von Inter Mailand. Und dazu haben wir einen Stronglink und das ist Nainggolan. Oh, okay, das sind zwei stabile Karten. Ich sag's einfach kurz und knackig, ich bin mit der Bundesliga gegangen. Einmal mit Reyna und einmal mit Kimmich. Hätte ja sein können. Schade. Hätte Fahrradkette. Gut, jetzt halte ich mal rein. Und ich glaube, ich snipe dir mindestens einen weg. Ich habe mich nur mal unentschieden kurzfristig hier. Ich bin mal gespannt, für wen du dich noch entschieden hast, weil er meinte eben so, ich mach noch mal einen weg. Und dann den rauf. Ich habe nämlich einmal POTM Bomber. Mittelstürmer ist bei mir Roter Depay, kein Brasilianer. Und rechter Mittelfeldspieler, da gehe ich auch mit der Serie A, auch mit dem Schnellen. Da habe ich Luzano. Schade. Ich bin mit Neymar gegangen, war die Liga schon mal richtig. Ich habe Benzema weggestrichen und dachte, du nimmst vielleicht diesen Anthony. Und rechts bin ich mit Brasilianer gegangen, das war Lucas. Das war heute nichts, Ein Schuss in den Ofen bei uns beiden. Ich sag mal so, am Ende bleibt einfach mehr zum Abstoßen. Ja, das stimmt. Zuschauer. Am Ende, wenn mehr Spieler drin sind, trifft man keinen Bronze-Spieler. So okay, gut, dann stehen die Teams bisher. Wir machen weiter. Ich mache weiter, Leute, mit meinen zwei ZMs. Ich hoffe, ich habe dich in die falsche Richtung geführt. Hältst du rein? Ja. Ich fange rechts natürlich an mit einer Icon. Da habe ich Michael Malak. Kennst du den? Ja, jetzt kommen wir nicht mit Draxler. Und Draxler. Was? Draxler? Der hat eine Road to the Final Card, was willst du? Scheiße, okay, die sieht gar nicht so schlecht aus. Ach, du hast den, oder? Nein, Mann. Was soll ich denn mit so einer Scheiße? Ich hab so ähnlich gedacht. Ich bin mit Petit gegangen und Les Melou. Ah, ja, ich schwöre, ich wollte den erstmal nehmen, aber ich hatte keine Icon passend dazu. Schwierig. Und anders ging es auch nicht auf. Okay, ja, Petit wäre auch gar nicht so teuer gewesen, deswegen hätte ich gedacht, nimmst du den vielleicht. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie ein Fußballnetz kann man schon sagen, was du hast. Okay, willst du mir sagen, ob du eine Icon aufgeschrieben hast oder nicht? Nö. Okay. Klares Nö. Gut, es gibt halt einen krassen belgischen Link. Den gibt es und das ist Kevin De Bruyne. Im Sturm habe ich Vardy. Und ich dachte mir, falls du De Bruyne aufgeschrieben hast, gehst du nicht mit Sterling, weil der Link wäre unnötig. Dann vielleicht eher mit Jesus und nimmst dann irgendwas anderes. Ich bin nicht mit Sterling gegangen. Ich bin komplett falsch gewesen. Ich habe von jedem etwas aufgeschrieben, aber nicht Premier. Doch, Premier League hatte ich sogar auch, aber Pogba. Ich hatte Pogba, Griezmann und Benzema. Let's go. Es ist Zeit, endlich mal was zu snipen, Wex. Ich schalte rein. Ne, du hältst rein, ne? Du hältst rein. Linke Seite gehen wir mit Mondi. Aber mit Benjamin Mondi von Ala Madrid. Und auf der rechten Seite gehen wir mit einem Serie A-Verteidiger. Ich bin nicht mit einem Stronglink gegangen, ich gehe mit Diogo Dalot. Der hat rechts- und linksverteidiger-Karte. Ich habe Malquid, Malquois, Malmui, auch immer ihr Franzosen das aussprecht. Und ich habe doch eben noch gesagt, kannst du das reinschneiden? Ich weiß nicht, ob du faul bist oder nicht. Ich habe gesagt, die Außenverteidiger kann ich. Und deswegen habe ich Benjamin Mondi. Ich habe aber Föhler Mondi. Nein, du hast Benjamin. Was? Nee, ich habe den von Real, Mann. Er lügt. Ja, siehst du doch hier, Mann. Willst hat er den von Real, Leute? Hat er Fresh, Mann. Benjamin gesagt. Der heißt Föhler von Real. Ja, also ich habe nicht den von City, nicht den Strongling. Nervt nicht. So, zwei Spieler stehen auf der Tafel und einen werde ich auf jeden Fall haben. Okay, ich habe links nämlich auch einen Franzosen. Kamara.
Ja komm, lass doch sein, Mann, du laberst. Rulebreaker Kamara doch. Okay, nice. Und rechts, boah, da greife ich tief in die Tasche heute. Hijai. Yo, Bro, das ist ja schon fast wie ein Bronzetorwart. Hä, warum? Der Typ hat 74 stabil. Pace. 76, entspann dich. Okay, gut, das mit Shadow ist auf jeden Fall richtig krass. Ich lass den so auf Pacing, der soll mal so zeigen, was der kann. Ja, ich freue mich. Also du hast echt links nicht kurzer, wa? Nee, die ISBC wollte ich noch behalten, die wollte ich heute nicht abstoßen. Ich habe nämlich genau gesehen, dass du den hast. Kamara kannst du spielen. Danke, danke, danke. Rechts habe ich Perez, gönn dir. So, Finale, Leute, die letzten drei Spieler, ich hab dich durchschaut, Stefan. Hast du mich an den Eiern, sagst du? Ich pack dich so heftig. Hast du eine Ikone aufgeschrieben? Sag ich dir immer noch nicht. Okay, fangen wir an mit meiner Ikone. Ich habe Fabio Cannavaro. Habe ich mal gezogen. Könntest du wissen, wenn du dich ein bisschen schlau gemacht hast. Die Frage ist links oder rechts. Ich habe ihn auf der rechten Seite. Heißt, links muss ich mit dem Stronglink gehen. Ich habe so viel zur Auswahl. Ich habe mir extra einen gekauft und zwar ist das Koundé. Und im Tor gehe ich einfach mit Ter Stegen. Ich habe zwei Icons sogar aufgeschrieben. Ja. Aber es ist der Sailly und Blanc. Und somit auch Magnon und Tor. Moyon, Magnon. Oh, Team steht. Könnte teuer werden, aber könnte auch gut und wichtig sein, dass ich endlich mal ein volles Team habe und nicht voll reinscheiße. So, ich habe jetzt auch drei Spiele aufgeschrieben und einer muss kommen. Einer wäre jetzt ganz wichtig. Bro, ich musste noch eine neue Liga. Ja. Jetzt ist bei dir wahrscheinlich die Frage, ich weiß nicht, ob du aus drei Ligen was aufgeschrieben hast, um einfach so ein bisschen mehr Chancen zu haben oder eine Liga und dann alles triffst. Auf der linken Seite spiele ich Food, Freeze, Casemiro. Mein Torwart muss ich gleich, glaube ich, noch kaufen. Habe ich den mal discardet? Ich weiß es gar nicht. Dann habe ich Diego Carlos, Headliner. Und im Tor habe ich eigentlich natürlich von Real Madrid Lunin. Ganz kurz die Frage, diesen Diego Carlos, den hast du in der Wundertüte gezogen, oder? Ja. Ach, stimmt. Ja, das habe ich irgendwie mitbekommen. Hat mir irgendjemand gezwitschert. Deswegen habe ich den auch aufgeschrieben. Ich habe aber gedacht, du nimmst Koundé und habe deswegen Watschlik aufgeschrieben. Casemiro hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm. Und habe dann noch Gosens aufgeschrieben. Also Torwart kann da lecker, lecker rein. Das wird hart in der Innenverteidigung. Aua. Mhm. In einem 15 Mio SBB. Aua. Lecker, lecker, lecker. Dann stelle man Torwart rein. Ich würde sagen, wir gehen rein. Und irgendeiner von uns wird heute noch weiter... Ja, wichtig! Er schießt nicht! Er schießt nicht! Jamie! Mani und dann noch Abstoß! Jawollo! Ja, das Spiel ist schon wieder. Ein Hurensohn! Und der ist richtig schnell. Ja! Wuff! Was ein Pass! Ja, macht er wieder nicht. Ey, das gibt's nicht! Ich bin so schlecht vorm Tor! Oh mein Gott! Wo hast du viel Platz? Was ist das denn? Nein. Ja. Nein, so, wieso macht er keine Dinge? Cannavaro guckt nur zu. Ja, Kevin! Ja! Ich zeig dir jetzt, wie kacke ich bin. Ganz stark. Zeig mal, wie kacke ich bin. Ganz stark, Jamie Vardy. Deswegen ist er da. Vierte Chance, jetzt klingelt's. Lass den Flatterfotze flattern. Ich glaub, gegen Smexy und gegen Tizi sitzen noch tief. Kann das sein? Das sitzt so tief, Bro. Das sitzt tief, als du denkst. Weiße, da oben kommt einer! Bitte! Nein, come on! Nein, let's go! Nein. Ja, Bro, dieser Bronze-Torwart, der reißt so Lücken. Ja, das ist krass. Ja. Du bist auch so ein Stalker und blockst meinen ganzen Kanal, durch was ich für Spieler ziehe. Jetzt komm ich ausheben, nur weil du keine Teams bauen kannst. HDF, Mann. Ja, komm. Spiel den Ball. Den müsst ihr jetzt alleine machen. Jawohl. Ey, ich bin so schlecht geworden. Ey, ich kann kein Tore schießen. Ich schwöre, deswegen will ich auch ein United spielen. Musst du auch heute gar nicht. Warum heute Tore schießen? Du kannst nur nach außen. Oh, oh. Dann lauf mal einfach dazu. Memphis, den hast du die ganze Zeit schlecht geredet. Die ganze Zeit hast du den beleidigt. Und er zeigt dir, wo die... Ja, er soll mal wieder seine Texte schreiben und rappen. Ja, der macht gute Songs. Lässt er laufen, oder was? Der lässt Schiri laufen. Hat gar keinen Bock mehr. Macht drei Minuten laufen lassen, einfach mit nach hinten gehen und so. Schiri, blow the whistle. Nö, juckt ihn nicht. Lass dir mal ein Tor schießen. Kann man deine Whistle blowen. Ja, kann der auch. Hurensohn. Komm,
Boah, frisst er den auf, Dalot! Dalot frisst den aber auch, ne? Ja, jetzt einfach nur rennen. Einfach nur rennen, Buddy. Mach den Körper vor. Der ist so stark, aber der Schuss war kacke. Oh, jetzt muss es eigentlich safe ein Tor werden. Weil du hast den Torwart da. Und der Ball kommt. Und da oben steht einer. Wir machen den so rein. Bart ist einfach zu krass, diese Maschine. Zweiter Ball. Wieso ist dein Cannavaro so stark, Mann? Ganz wichtig. Und, oh, der guck mal da oben. Zu stark, ne? Mit Viereck! Mit Viereck! Oh mein Gott! Ach, also Sterling. Aber Zahn ist halt schnell, ne? Nein. Muss man echt mal raus, oder den Abpraller oder so. Wo ist Cannavaro? Da ist Cannavaro? Nein, Bam. Das war stark. Ja. Oh mein Gott! Richtig. Dalot ist stark, ne? Gefällt mir. Richtiges Ding. Oh. Alvadi, Vadi. Nein. Oh. Halt doch ab, Junge! Pfeif ab, worauf wartest du? Ja. Ja! Nein! Nein! Oh Gott! Oh nein. Shit! Nein, nein! Was ein Gefühl! Nach gefühlt 3 Jahren endlich mal wieder gewonnen hier. Reingedreht. Oh, GG, Mann. 2 Discards. Pele. Geht nicht. Den kannst du nicht mehr nehmen. Versteck ihn gut. Boah, würdest du was ins Tor stellen? Würdest du jetzt was ins Tor stellen? Ich nehme... Boah, lässt du stehen oder nicht? Ich überlege gerade, den Stürmer und den Torwart zu nehmen. Falls du stehen lassen hast oder falls du es ins Tor gepackt hast. Das Ding ist, guck mal, hast du jetzt die Eier stehen zu lassen oder was ins Tor zu stellen? Hä? Wakes. Packst du es nach außen? Ich glaube nicht, dass du was in die Innenverteidigung gestellt hast. Das macht man irgendwie immer. Ich überlege echt mit Torwart und Stürmer zu gehen. Aber du hast letztens, glaube ich, schon mal was ins Tor gestellt. Machst du es dann nochmal? Redest du mit mir? Bist du noch da? Mhm. Oder nehme ich deine beiden ZMs? Ja, Junge! Was? Ich habe gar nichts gesagt! Junge. Ich habe gesagt, oder nehme ich deine beiden ZMs? Nein! Was? Ich habe verstanden. Und dann nehme ich deine beiden ZMs. Nein. Bruder, jetzt nehme ich dein Stürmer und Torwart. Nein, oder? Junge, red doch mal klar. Red doch mal deutlich. Ich hab klar geredet. Hör dir die Tonspur an. Bro. Er hat doch safe gesagt. Und dann nehme ich deine beiden ZMs. Und das war so oder Punkt, mit Punktsetzung sogar, dieser Satz. Nee, es war schon eine Fragestellung. Ach du Scheiße. Hast du jetzt Torwart und Stürmer genommen? Ja, dann nicht, nimm das. Also, du nimmst Torwart und Stürmer. Dann ist da kein Pelé. Also, wäre so meine Waage. Digga, du hast so lange geredet. Ich dachte, da muss jetzt endlich mal ein Punkt kommen. Und dann kam da sozusagen so ein Punkt. Junge, hättest du die beiden ZMs genommen, das wäre edel gewesen. Du hast eine Icon getroffen, auf jeden Fall. Pala? Ja. Und im Sturm. Dann Bamba. Auch krass. Wo war Pelé? Links Mittelfeld. Eieiei. So, Ballack und Draxler sind in der SBC. Ich würde sagen, ich gebe die beiden Männer ab. Und dann soll es mit denen gewesen sein. Gott sei Dank nicht Pelé, Alter. Das wäre noch trauriger gewesen. Auch wenn Ballack, wie viel ist der wert? Weiß ich gar nicht. 500? Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Bei Wakes haben wir dann auch was aufgenommen. Es kommt die Tage, deswegen könnt ihr da auf jeden Fall ein Abo dalassen. Und dir gehört das letzte Wort. Leute, hat nicht gebockt. Ich muss Stefan die Revanche auf meinem Kanal geben. Lasst Liebe da. Wir sehen uns. Peace out. Ciao.